Mikro hatte ich. Ich hatte mein eigenes Mikro noch gar nicht an. Sorry, Leute. Ihr dachtet jetzt aus, was dachtet jetzt wahrscheinlich, was macht der denn da für komische Sprechübungen? Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr soweit seid, lasse ich schon weiterlaufen, die Zeit. Auf geht's. Und dann mute ich mich gleich mal in Teamspeak. Dann knuspert er nur den Stream voll, oder was? Nein. Ehre, wem Ehre gebührt. Mikrofon muted. So, die sind jetzt weg, das heißt, dann können wir das doch von denen zurückerobern, oder nicht? Oder wie, oder was? Ah, der kommt zurück. Weg, weg, weg. Warum ist jetzt Jalvan das geworden? Weil der das erobert hat, oder was? Ja, Tatsache. Oh, nö. Drei Gold zahle ich übrigens beim Einschiffen. Ja, schau mal. Was ist jetzt hier mit Oberlot drin? Sind die trotzdem noch in dem Krieg drin? Ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist seltsam. Okay, also, wir haben hier Antwerpen, oder mein Verbündeter hat Antwerpen angegriffen. Und Antwerpen wurde während des Krieges von Smoland erobert. Wodurch der Krieg jetzt gegen Smoland geführt wird, weil der ja das die Jure hält. Aber der Verbündete von dem vorherigen Krieg ist immer noch drin. Oder also von dem der Titel überhaupt gar nicht mehr gehört. Was ist denn jetzt hier mit dieser Schlacht? Gewinnt ihr das oder was? Ah, die Würfel sehen doch ganz gut aus. Können. Ich dann deine Würfel haben? Meine sehen immer nicht so gut aus. Lol, Hauptsache die Leute von Novgorod sind hier am Plündern. Die Rurikiden sind gerade auf den britischen Inseln unterwegs. Ich kann sagen, das war jetzt eine seltsame Landung, die da versucht hat, die KI. Oh, und unser Champion wurde getötet. Onkel Guttorm ist erschlagen worden. Nein. Oh, ein Festmahl. Danke. Mikrofon activated. Ahuha, so. Schlägt er die ganze Zeit auf sein Schild ein. So, bin ich auch wieder zurück. Welcome back. Willkommen. Bibi und so. Güle hat mir schon wieder einen kleinen Sohn geboren. Thorolf. Okay. Wäre auch mal ein Sohn. Ich könnte ein paar abgeben. Hab schon 8 Kinder. Am ersten habe ich schon im Gefängnis. So, Belagerung. Sounds damn wrong. Belagerung von Blödöse.
Das ist ja ein cooler Name. Boah. Ach, die belagern jetzt da oben. Das dürfen sie auch belagern. Kein Problem. Ja, jetzt holt er seine Truppen hier erst ran, oder was? Mann. KI macht KI-Dinge. Ja, also dass man der KI keine direkten Befehle geben kann, ist schon ein Nachteil. Also die macht nicht schlaue Dinge im Krieg, die Verbündeten. Also zumindest jetzt zum Beispiel, selten, ne? Wir könnten gerade 3 Provinzen gleichzeitig belagern, stattdessen stacken die ihre Armeen auf meiner. Ja. Ja, wer weiß, wann die nächste Entscheidungsschlacht kommt im Frühmittelalter, ne? Ja. Aber gut. So, der Gegner kommt jetzt irgendwie runter. Greifen die mich auch an? Kommt hier alle putt. Boah, die Hurrikiten marschieren ja einfach mit einem 3000er Plünderungsstack durch die Gegend. Die Hurrikiten aus... Aus Russland, ja. Aus Gardariki? Ja, genau die. Genau die! So. Oh, Totil ist verstorben. Hätte ich ihn nochmal gefoltert, dann hätte es sich vielleicht gelohnt. Aber nochmal? Nee, überhaupt mal hätte ich. Ich habe ja vorhin noch überlegt, da habe ich gedacht, nee. Dann wieder. Der ist bestimmt noch länger Gast, aber nee. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Also wenn du Leute in den Kerker steckst, dann halten die nicht so lange durch. Das habe ich schon feststellen dürfen. Das ist der Sinn der Übung. Ja. So, kriege ich jetzt mit allen Bündnis hier. Ja. Meine Gefangene ist in meinem Kerker verstorben. Oh, das tut mir leid. Nicht. Ach, das sind meine ganzen Neffen. Ja, gut. Bündnisse mit allen möglichen Neffen. Die reden mich zumindest alle mit Onkeln an. Sind alles Neffen. Krass. Ist schon interessant. Was habt ihr geschrieben? Oh je, wenn die IKEA-Truppen mit Köttenbullerschleudern anrücken, ist alles zu spät. Und den Virenschleudern aus dem Bällebad, schreibt Zawinka. Vor allem die feuchten Bälle. Mit den Söhnen läuft es auf jeden Fall besser als bei Steinwallen. Er wurde wohl verhext, sodass er nur Töchter sein eigen nennen kann. Okay. Ja, bei mir ja bisher auch. Ach hier, nur, meine Kamera. Kann ich wieder einschalten. Danke für die Erinnerung. Hab an alles gedacht, aber nicht an die Webcam. Da bin ich wieder. Und gleich wahrscheinlich wieder 10 Zuschauer abgesprungen. Ah, herrlich. So, das wird hoffentlich jetzt zu Ende belagert. Müsste gleich fertig sein. Fertig. Fertig werden. Ja, die Garnison ist verseucht und hat kaum noch Nahrung. Das sollte also wirklich bald erledigt sein. Jawohl, 15 erbeutet. Oh, schön, ein bisschen Gold. Oh Gott, schon wieder eine Tochter, Christina. Gerne doch. Stammt von Leckö. Diese Namen, ey. Das ist ja echt die Härte. Lass das mal dieser Minka hören. Warum? Ja, dass Töchter so schlimm sind. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es ist eine weitere Tochter. Schön. Das war übrigens keine Bestätigung dafür, dass es eine Saminka gibt, ja. Oh Mann. Vielleicht rede ich auch nur mit dem Alter Ego meines Bruders. Genau. Und jetzt noch was so, weil jetzt haben wir ja den Roland-Typen.
Jetzt haben wir hier unser Gebäude gebaut. Sehr schön. Ja, da kann man da oben ja noch durchfahren, genau. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr möglich. Durchfahren? Ja, durch den Lymphfjord. Mhm. Also quasi anstatt durch das Skagerrak oder den Skagerrak zu fahren, ganz außenrum. Das ist jetzt nicht, aber ein Fjord eben in Norddänemark. Mhm. Durchschippern. Ach so, da meinst du. Bei Aalborg da oben. Ja, genau. Mhm. Ich hatte gerade die Gesprächsoption, weil Lisa sind Übermenschen. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Nee. Wer weiß, was jetzt passiert. Da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher. Nee, es ging um einen Beeinflussungskomplott und meine Frau ist Französin und ich konnte entweder sagen, Franzosen sind total super so ungefähr und dann kriege ich Meinung bei ihr, verliere aber Prestige, oder ich sage, Waliser sind Übermenschen. Dann kriege ich Prestige. Hm. Cool. ja. Kriege ich die hier besiegt? Na, die kriege ich auf jeden Fall von der Belagerung abgehalten. Auf geht's, marschiert! Oh, diese Endloskriege hier. Kühler braucht einen Vormund, meine Tochter hier. Ja, wen soll sie denn bekommen außer mir? Ich bitte euch. Ihr seid Tobis. Schreibt Sabinka. Das warst doch du gerade an dem anderen PC. genau. Ich habe absolute Verwirrung geschafft. Ich habe zuerst Dermland anstelle von Wärmland gelesen. Ja. Gedärmland. Wärmland, Gedärmland. Ja, mal gucken. Gleich große Armeen, die aufeinandertreffen in Sigtuna. Das ist eine Ebene. Das könnte ausgehen wie das Hornberger Schießen. Also ihre Spezialtruppen kontere ich mit einigen Bogenschützen. Das sollte gut sein, aber das ist nicht ganz eindeutig hier, oder? Befehlshaber 12, ich habe 19... Da ist es, glaube ich, sehr würfelabhängig. Schauen wir mal. Meine Husseins wurden freigelassen. Ach, kämpfst du gerade gegen, was ist das da, Westgotland? Nee. Doch, ich kämpfe gegen Westgotland. Achso, ja. Er kämpft gegen Westgotland. Jetzt habe ich aber doch ein paar Truppen mehr. Und seine Plänkler 300 Mann werden gleich gekontert von diesen Bogenschützen, glaube ich. Das wird jetzt interessant. Er flieht auch nicht aus der Belagerung, also er haut nicht ab. Ja, mal gucken. Jetzt kommt es hier zum Gemetzel. Schlacht von Sigtuna. Ich bin mal gespannt. Ich verliere schon wieder mehr Leute. Er würfelt natürlich 8, ich 1. Super. Unser Champion wurde erschlagen. Sieht nicht gut aus. Ja, das losen wir offenbar. Aber er hat auch einen besseren Befehlshabervorteil, ne? Das ist natürlich schade. Das wird sich jetzt auch noch ein bisschen hinziehen, glaube ich, diese Auseinandersetzung. Kannst du Verbündete rufen oder Vasallen? Ja, das könnte ich nicht. Verbündete kann ich sogar einige rufen. Mache ich jetzt mal alle. Das sind ja nur 8. Mal gucken. Alle aus England hier ab. Meine ganzen Neffen.
Ja, ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ja, aber das hat dem Kriegspunktestand nicht so gut getan. Minus 13% Kriegspunkte. Immerhin, ich habe nicht ganz so viele Verluste gehabt. Das hält sich noch in Grenzen. Wir sind also nicht viel schwächer wie er. Hm? Mal sehen, ob die Konkubinen vielleicht als Söhne gebären. Ja, ab und zu tun sie das vielleicht. Mal gucken. Ja, wenn sie gnädig sind, ne? Warum hauen die ab bei 247 von 250 Belagerungsfortschritt? Bei meiner Hauptstadt. Das ist ziemlich dumm. Also nicht, dass ich mich jetzt beschweren will, aber der Gegner hat auch schon klügere Dinge getan. Brüchten Sie deinen Zorn? Ja, ich bin ja nicht in der Nähe. Ich wurde ja besiegt. Ich habe mich jetzt anderweitig orientiert. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es ist manchmal so, als ob die KI Angst vor abgeschlossenen Belagerungen hat. Hat sie definitiv. Komisch. Also sie fährt jetzt mit dem Schiff irgendwo hin, aber was wollen sie? Haben die mehr Kriege noch? Wartet mal. Du bist das hier. Nee, du hast nur den Krieg gegen mich. Hä? Wo geht der hin? Na ja gut, dann erobern wir erstmal unser Gebiet hier zurück. Ist auch okay. Kompanie des landlosen Jarls, Feindarmee von Westgotland. Wie, versucht er jetzt hier das Land von seinem eigentlichen Herrscher wegzuerobern aus dem Land heraus? Was? Sein. Das wäre ein krasser Move. Und deswegen kommt er auch mit seiner Armee zurück. Jetzt verstehe ich das auch. Der versucht das zu verhindern. Also doch nicht ganz so doof. Anwärter, ne? Vielleicht ist das so einer. Ja. Allerdings hätte ich mir noch ein bisschen Zeit gelassen. Also 3 Belagerungsfortschritt, die hätte ich jetzt noch zu Ende ticken lassen an der KI-Stelle. Das war jetzt nicht so schlau, aber also die strategische Überlegung der KI ist durchaus nachvollziehbar. Der kämpft jetzt wirklich gegen diesen schwächeren, landlosen Jarl. Na gut, das gibt uns Zeit, hier den Stamm von Nordri Eistridali zurückzuerobern. Immerhin. So, jetzt ist seine Armee... Nee, er hat sich mit der Armee verbunden. Ist jetzt doppelt so groß. Hä? Und erobert jetzt Westgotland zurück da unten, okay. Das ist komisch. Ein landloser Jarl darf sich dann mit ihm einfach so verbünden. Sehr interessant. Also manchmal, also die Verteidigung gegen die Invasion von Nordmännern, ne, die finde ich ein bisschen doof. Da greift dich irgendwie so ein norwegischer One-Province-Miner an, ja, mit 300 Mann gegen deine 1000. Du besiegst deine Armee 4-mal hintereinander, hast aber immer noch nicht 100% Warscore und kannst diesen Krieg einfach nicht beenden. Und der kommt einfach immer wieder mit seinen 300 Mann und landet irgendwann bei dir, dann besiegst du ihn wieder, dann ist... ein Jahr lang Ruhe und dann kommt er wieder. Ich bin jetzt schon 4 Jahre lang mit dem im Krieg. Oh.
Das ist natürlich schon sehr lang. Der will natürlich einfach nicht aufgeben. Warum auch? So, die Verbündeten kommen jetzt alle mal an. Die werden aber Ärger kriegen mit der Armee von Lödöse, die jetzt ihr Land auch wieder zurückerobert haben. Verdammt. Das ist nicht schön. So, in den Krieg rufen. Wegen dem Bauernaufstand. Joa. Du regelst das schon. Belle Justum. Ich glaube, wir nehmen mal standhafter Anführer. Wenn die Belagerung hier fertig ist, dann muss ich auch schon wieder zurück nach Antwerpen schippern. Das hat irgendwer wieder eingenommen. Das Häuptlingstum von Antwerpen wird vom Herzogtum von Holland angegriffen. Warum hilfst, du, warum hilfst du dem eigentlich dabei? Ja, dem ja nicht. Also das ist ein bisschen kompliziert. Dass mich eure Kontinentalprobleme so überhaupt nicht tangieren. Auf meiner kleinen grünen Insel. Ich unterstütze eigentlich den Häuptling der Färöer. Der wollte das haben. Da war das noch unabhängig. Ja, aber lass den Krieg doch einfach zu Ende gehen. Lass ihn doch, sollen sie doch verlieren. Was investierst du Zeit und Geld da rein? Also ein bisschen Beute gibt's ja zwischendurch auch mal, ne? Ja, okay, gut. Also du bist quasi der Typ, der dann immer kommt und sagt, ich bin hier, um euch zu befreien, die Stadttore einreißt, das ganze Geld holt und sagt, ihr seid jetzt frei. Genau. Und wieder wegfährt. Verbündeter des Feindes tritt bei Herzog Adalhard. So, was machen meine Verbündeten mit 2500 Mann jetzt? Was tun also die da? Söldner. Ja, nee, so schlimm ist es nicht. Oh, ich habe minus 264 Prestige. But why? Ach, weil ich die ganzen Verbündeten gerufen habe, oder? Das kostet Prestige. Oh. Oh, ich bin mittlerweile bei minus 350 Frömmigkeit und ich krieg keinen Zuwachs, weil ich Sünder bin. Ja, das ist schlecht. Ich habe neben mir Nordmänner mit einer Provinz. Ich könnte die mega leicht erobern, aber ich kann gegen die keine heiligen Kriege erklären, weil ich Sünder bin. Schade. Wo warst du noch gleich? Der Waliser hier unten. Ja, ist gar nicht so weit weg von mir. So, erobert die Festung schneller. Belagerung. Wenn ich Anspruchsteller einlade, dann kann ich einfach deren Kriegsgründe benutzen, ne? Oder bringt mir das sonst noch irgendwas? Nee, sonst bringt dir das nichts, glaube ich. Könnt ihr tatsächlich den Krieg erklären? Ich mach's aber nicht. Wofür? Du kannst, glaube ich, einfach jedem den Krieg erklären, weil du ein Stamm bist, kann das sein? Ja, ich kann dir den Krieg erklären, weil ich das Königreich von England haben will. Mhm. Dann komm mal ran, du Meter. Das reicht. 3000 Mann. In den Königreich, Herzogtum oder Grafschaft? Ja, wahrscheinlich kann ich. Lässt sich relativ leicht ausprobieren, indem ich jetzt einfach mal irgendwas nehme, was mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Wie zum Beispiel. Aspira. Krieg erklären. Weit entfernt. So, wo will jetzt die Armee von Lödöse hin? Wollen die wieder zu mir? Du kriegst nur ein Problem beim Tod, ne? Du wirst ja gewählt. Wie sieht das da bei dir aus? Oben in Alba? Das ist eine gute Frage. Oha. Das solltest du im Blick behalten, ja, nicht, dass jemand aus einem anderen Haus gewählt wird. Mein Bruder Earl Ubbe wurde gefangen genommen. Wie die Feindarmee? Die greifen sie jetzt doch nicht an, die Luschen? Meine Güte, ey. Was könnt ihr eigentlich, ihr Verbündeten?
So, werden die mich da wieder abfangen, bevor ich mich einschiffen kann, oder nicht? Ich glaube schon. Ist das doch eigentlich zusammen mit der anderen Mechanik mehr oder weniger viel zu riskant, in Westeuropa überhaupt hinzugehen? Wenn die nicht gerade irgendwo im Krieg sind, sonst wo oder so. Oder halt winzig sind. Abfangen, das ist schlecht. Wo sind die Verbündeten? Sie rennen leider woanders hin. Was machen die denn da? Was machen die denn in Wieken? Bauernaufstand, Niederlage. Ach, das war der andere Krieg, okay. Ja, Menno, ey. Oh, jetzt ruft der mich schon wieder in den Krieg rein. Religionskrieg, ja, warum jetzt? Aber gegen wen denn? Das Häuptlingstum Antwerpen. Mist. Mist, 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 Mist. Tja, noch eine Niederlage. Uje. Uje. Gegen Holland. Der letzte Krieg war schon lang genug. Jetzt mache ich mal was in meinem Interesse hier ist. Mein Gott, wie lange soll dieser Krieg noch andauern? Oh, da gerade wo ich sag, da kommen sie. So, die Verbündeten ziehen jetzt wieder irgendwo hin. Das ist ja fantastisch, dass sie das tun. Ich möchte lieber, sie würden da bleiben, wo sie sind. Ja, sie könnten sich ja mal irgendwo sinnvoll sammeln, aber das tun sie leider nicht. Wieder da bleiben, wo sie sind, oder sie gehen irgendwo anders hin. Oh, immerhin, sie gehen auf die Hauptprovinz. Na denn? So. Habt ihr euch mal zurückgezogen? Danke, dann löst euch doch gerne mal auf. Ach so, ja, egal. Auflösen, weg. Weg mit euch, die anderen holen wir uns später wieder. Dann lassen wir erstmal die Verbündeten hier worken. Work, work. Genau. So. Die erobern jetzt hier das Hauptjahrtum, das ist schön. Dann kann die gegnerische Armee nämlich jetzt nicht mehr viel tun. Ich weiß wirklich nicht, warum die auf einmal sich mit der anderen Jarlsarmee zusammentun konnten, obwohl die eigentlich als landlose Jarlsarmee angezeigt wurden. Das ist mir wirklich ein Rätsel, was da die Logik hinter ist. Aber da gibt's bestimmt eine. Motivierte Arbeiter. Meinetwegen könnten wir auch wieder auf Stufe 2 hochstellen. Ich weiß nicht, wie viel bei euch los ist. Ja. Wie seht ihr das? Geht.
Okay, machen wir. Überlegen zwar gerade wieder erneut in den Krieg zu ziehen, aber. Wenn es euch zu schnell wird, sagt Bescheid. So, ein sinnlicher Vorschlag. Haller folgt mir. Uiuiui, die Frau meines Sohnes. Ja, jetzt kannst du dich revanchieren. Ja. Oh, mein Augenstern, wir müssen uns wiedersehen. Okay. Immerhin. So, mein Marschall. Was haben wir denn hier?